Tja, hi, schönen guten Abend. Hier ist wieder der André, diesmal schon wieder aus Kärnten, aus Österreich, hörbar, also am Akzent, behaupte ich mal. Und wir sind bei der Hacker Bridge. Wir sind im WTF Camp. Das nenne ich jetzt einmal so, das heißt WTF, das heißt hier irgendwas anders, wird euch der Stefan Ayub auf der anderen Seite alles genau im Detail erklären. Also, ach Stefan, sag mal, was ihr macht. Komm, du bist auch schon da. Hallo Stefan, sag mal Hallo. auch mal was. Hallo André, ja, ich sage auch mal was. Herzlich willkommen. Wir senden von unserem Berggipfel an geheimem Ort im Vogtland, wo wir Internet hingetan haben und Corona-gerecht draußen campen. Und WTF heißt nicht nur What the Fuck, sondern in dem Fall eigentlich Werkkooperative der Technikfreundinnen. Das ist eine Hackergenossenschaft, die wir gerade gründen. Gut so. Also. Ihr wisst, Corona beutelt uns jetzt schon fast ein Dreivierteljahr und ja, es ist scheiße. Da brauchen wir uns kein Blatt vor den Mund nehmen, das ist allen klar. Und wir sollten vielleicht versuchen, uns damit irgendwie auseinanderzusetzen, dass es aussieht, wird es nicht so schnell weggehen. Da gibt es die eine Überlegung, wir machen jetzt alles nur noch online, und dann gibt es die andere Überlegung, nee, das ist irgendwie nicht, das ist nicht so knusprig. Und die Überlegung ist also die gewesen. Gut, wir fangen gleich an. Ich wollte vorher noch sagen, das Be Excellent to Each Other gilt natürlich nach wie vor. Im Corona-Stress ist das ein bisschen untergegangen. Wir werden jetzt versuchen, jetzt heute Abend diese 1,5 Stunden oder die wir hier haben in der Cambridge, das besonders zu berücksichtigen und nett sein zueinander. Und werden uns daher jetzt einmal im Detail erklären, wieso campt ihr eigentlich draußen, wenn der Club eigentlich gesagt hat, er macht keine Präsenzveranstaltungen. Wie schafft ihr das? Ja, also wir haben halt auch gemerkt, wie es an uns allen zehrt. Ich war selbst auch betroffen und von März bis Juni so ganz allein in meiner Berliner Altbauwohnung und habe versucht, online an allem zu partizipieren. Kurz vor dem Lockdown hätten wir eigentlich unsere Genossenschaftsversammlung haben sollen. Das ist alles abgesagt worden. Und naja, dann mussten wir ja erstmal lernen, was nun passiert. Und irgendwann im Sommer haben wir uns gesagt, gut, also wie lassen wir uns denn nicht von Chaos abhalten? Und es brauchte ja auch erstmal ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir wussten irgendwann, offensichtlich ist das mit dem Infektionsrisiko vor allem dann gegeben, wenn man sich mit vielen Menschen in schlecht gelüfteten Räumen drinnen aufhält, aber draußen scheint zu gehen. Dann haben wir gesagt, okay, draußen haben wir eine Organisationsform, nämlich dieses Campen. Und dann machen wir das einmal nach. Aber ich muss sagen, wir haben schon sehr, sehr strenge Regeln. Es darf nicht jeder von uns herkommen. Wir haben viele Member, die gern gekommen wären, die es einfach nicht können oder nach unseren Regeln hier dürfen. Du darfst hier nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln herkommen. Wenn du zu Hause Risikopatienten hast, alte Menschen oder schulpflichtige Kinder oder jeden Tag ÖPNV fährst, dann musst du zu Hause bleiben. Also wir versuchen einfach unter diesen Bedingungen zu tun, was geht. Und ich kann dir sagen, heute ist Tag 3 von unserem Camp und Tag 1 und 2 haben wir uns vor allem erstmal gefreut, dass wir alle noch am Leben sind und seit heute arbeiten wir an unserer Genossenschaft, wie wir wollten. Gut, ihr habt auch das richtige Logo aufgehängt, sehe ich sehr erfreut. Das ist mein Ja, das, Lieblingslogo. ja, das hat sich, das ist tatsächlich aus Österreich. Das ist Raiffeisen Österreich mit Einhörnern. Also irgendwas Genossenschaftliches musste man ja machen. So kam es dann dazu. Also das Genossenschaftliche bei der Reika ist nicht das Schlimmste an ihr, muss man auch noch dazu Na, sagen. genau. Dachten wir auch. Also ja, wir haben halt versucht, so ja, Chaos und Geld verdienen und überhaupt so Unternehmen und Wirtschaft und Hacken irgendwie zusammenzubringen. Die ältesten Werke zum Thema Hacker-EG, wie es früher immer hieß, datieren ja schon von 2016. Da habe ich, glaube ich, den ersten Vortrag mal auf den Datenspuren gehalten dazu. Ja, und seit 2019 gibt es uns und es gibt auch schon einen Vorläuferbetrieb, den VEB IT in Dresden. Das heißt nicht nur volkseigener Betrieb Informationstechnik, sondern hat noch diverse andere Abkürzungen. Ja, und wir sind also so, wir liegen in den letzten Zügen und zum 2. Jänner 2021 soll die WTF-EG den Geschäftsbetrieb aufnehmen. Also da freuen wir uns schon drauf und wir versuchen einfach Corona zu trotzen unter den Bedingungen, die nun mal da sind. Also ja, und das bringt halt ein paar Härten mit sich. Ich kann dir sagen, es ist nicht sehr warm hier. Wir befinden uns auf einem Berggipfel in immerhin ein paar hundert Meter Höhe. Hier gibt es keine Wände, ja, es gibt hier nur offene Gebäude.
Es gibt Corona-Masken mit Logo, ja, und das ist unser Merch, ja, also so eine Maske, kein T-Shirt. Wo sind die Corona-Masken? Du hast keine auf. Ah ja, das kann ich dir vorführen, ja, also so sieht das dann aus. So. Genau. Ja. Also wir haben da keine Kosten und Mühen gescheut, das geht auch. Aber ja, wir sind ja immer draußen. Ja. Ja, draußen ist ja nur eine Möglichkeit des Schutzes, ja, das Aerosol. Genau. Hustest du draußen auch aus, aber da verschluft es sich relativ schnell. Genau, und da es hier immer windig ist auf diesem Berg, entspricht dies hier also allen königlich-sächsischen Corona-Bedingungen, die in diesem Bundesland hier so gelten. Sächsisch. Man muss da, ja, wir sind in Sachsen. Ja, wir sind im tiefen. Ja, mal schauen. Da, doch, der André ist noch da. Ja, die königlich-sächsische Post ist mit der Leitung nicht so gut hier. Ah ja, okay. Ist das Vogtland nicht dort, wo die Bundesregierung ihren Atommist verbuddeln wollte oder so? Ich weiß nicht, hier wurde einiges verbuddelt. Vor allem wurde hier früher Uran gefördert für die sowjetischen Atombomben, weil die Russen noch keins hatten. Aber das Vogtland, wo wir sind, das erstreckt sich politisch über Bayern, Sachsen und auch die Tschechische Republik. Das ist das Dreiländereck. Ah ja, da hinten. Da, okay. Und ein kleines Stückchen Thüringen auch noch. Also die thüringische Landesgrenze ist nicht weit weg. Tschechien ist nicht weit weg und Bayern auch nicht. Und wir sind auf einem Berg. Und wir Ösis, Berg, siehst du, Stichwort, wir Ösis natürlich ganz frech sagen, unter 1000 Meter ist das allenfalls ein Hügel. Aber du hast ja behauptet, ja, das ist schon ein Berg. Ja, für sächsische Verhältnisse ist das ein Berg, ja. Okay, weil ich sitze ja auch auf 1000 Meter. Und ja, es ist heute war wunderschön warm, aber wenn die Sonne weggeht, wird es festkühl. Da habe ich dann schon das Fenster geschlossen. Ja, ich gebe zu. Ich habe ein Fenster zum Zumachen. okay. Ja, das haben wir nicht. Wir hatten heute auch schon strömenden Regen. Wir hatten also ein Starkregenereignis, aber wir haben mit Technik den Naturgewalten getrotzt. Also es hat funktioniert. Wie viele Kurze habt ihr gerissen? Oh, keine Ahnung. Okay. Es war jedenfalls. Es hat also funktioniert. Also, jetzt machen wir mal ein bisschen einen Rundgang. Jetzt sag mal, zeig mal, was du haben kannst. Können wir machen. Ich werde mich mal mit Kamera einbuchen und mal ein bisschen das Camp zeigen. Okay, kleinen Moment. Im Text, den ihr geschrieben habt für das Programmheftel sozusagen, da gibt es ein Laberfeuer. Ich halte das ja nicht für einen Typus, sondern für Absicht. Ich möchte jetzt zum Laberfeuer. Genau. Ich möchte wissen, wer dort labert. So. Ah, die Außenkamera schaltet sich zu. Genau. So. Achtung. Schwieriges Gelände. Genau, der Jovo ist jetzt hier unterwegs. Wir können Datenschutz, Live-Übertragung. Und da hinten gibt es auch ein Lagerfeuer. Ah ja, ganz geil. Mhm. Genau, es ist halt jetzt schon dunkel draußen. Da draußen tut sich was. Bitte, Stefan, pass auf, dass es dich nicht hinhaut. In unserem Alter sollten wir da vorsichtiger sein. Ja, es geht schon. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, unseren Funkturm, den beleuchteten. So. Da oben ist auch eine Chaosfahne angebracht, damit auch alle wissen, was wir hier tun. Kann man das sehen? Genau. Wie schalte ich das jetzt eigentlich auf groß, damit das groß im Stream ist? Wer macht denn das? Kann das die Regie machen? Das muss eigentlich der Streaming-Rechner machen, soweit ich weiß. Ich mache jetzt Ayumu zum Vollbild. Sehr gut, die Regie hat das gemacht. Die war fleißig, perfekt. Ja, okay, hier sieht man. Okay. Danke, Divok. Danke. Weil die kleinen Briefmarken da oben, das sieht man nicht so wirklich, was abgeht. Ja, bleib mal, Regie, bitte am großen Bild bleiben, weil wie wir aussehen, wissen die Zuhörer der Zwischenzeit schon. Das müssen sie nicht mehr sehen. Mein Pone muss nicht immer drin sein. So, wir sehen jetzt hier, wir haben natürlich die Cyberwehr dabei. Sie ist teilbeleuchtet.
Natürlich jetzt alles nicht optimal bei der Dunkelheit, aber man kann die Cyberware erkennen. Ja. Genau. Sonst geht es uns hier auch ganz gut. Verpflegungstechnisch. Also, weiß ich, wenn eine Waffe backen möchte. Dafür sind wir natürlich auch vorbereitet. Alles, was wir wollen. So, ich habe das Hackcenter. Ich so. Stefan? Ja? Ich habe hier, weil ich ja schon frech bin, in der Zwischenzeit eine Frage aus dem Pad. Ja? Okay. Menschen, die Kinder haben, eine Risikogruppe angehören oder ÖPNV nutzen oder ÖNV nutzen, dürfen nicht hier hinkommen? 3 Fragezeichen. Die Antwort ist ja, aber vielleicht erklärst du das mal, wie ihr das gemeint habt. Naja, wir müssen natürlich diejenigen, die herkommen, bestmöglich schützen und die Infektionsrisiken minimieren. Und darum haben wir unter uns Mitgliedern zu einer freiwilligen Diskriminierung getroffen und gesagt, wir machen eine hybride Veranstaltung und wir machen Online-Partizipation und vor Ort dürfen sich nur die versammeln, die ein niedriges Infektionsrisiko haben. Das heißt, die sich weitgehend isolieren und halt keine Infektionsgelegenheiten haben über Großraumbüros, ÖPNV oder Kinder. Gut. Das ist hier bei uns Konsens. Okay, sodass die Kinder selber sind nicht in Gefahr, aber sie sind, wenn ich das richtig verstanden habe, Kinder tragen sehr oft das Virus in sich, ohne selbst in... Es geht gar nicht so sehr um die Kinder. Es geht einfach um das mathematische Infektionsrisiko. Ja. Wir wollen hier nur Leute versammeln, die selber eine geringe Kontaktfläche nach außen bilden in sozialer Hinsicht. Das gehört mit zu den Konzepten, warum wir uns überhaupt getraut haben und die Verantwortung tragen, hier ein Live-Event zu machen, der wahrscheinlich ein sehr geringes Infektionsrisiko mit sich bringt. Gut, also wir wollen hoffen, dass das nicht... Gut, damit gehe ich mal davon aus, dass das die Frage beantwortet hat. Ich habe ja auch schon den ersten Feedback für die Vortragenden. Mehr Knoblauch, schöne Grüße. Ja, okay. Danke. Und zwar wann? Von der knoblauchschneidenden Dame, behaupte ich jetzt einmal. Ja, wir tun, was wir können. Ja. Alles ist möglich. Auch Outdoor, auch während Corona. Oh, da tippt jemand auf seinem Mobiltelefon, der Geschwindigkeit nachzuschließen. Schöne Grüße von den 2 erwaffelten Einhörnern. Ja. Danke, danke. Übrigens, euer Einhorn habe ich auch noch immer hier. Sehr cool, sehr cool. Warte, Moment, ich gehe es mal kurz holen, ja? Regie, bitte entschuldigt mich, ich muss mal kurz aufstehen und weggehen. Oh, dann reden wir hier so lange weiter, wa? Ja, ja. Ja, also wie gesagt, kam eben so eine Frage, oh Gott, wie machen wir das? Ja, wir nehmen hier alle Opfer auf uns, wie gesagt. Also nicht jeder kann kommen, man braucht ja auch Kraftfahrzeuge. Wir sehen hier eine breite Palette neuartiger Fortbewegungsmittel mit Elektrik und so. Und wir machen einfach Camp unter Corona-Bedingungen trotzdem. Also haben versucht, alles zu machen, was geht. Und versuchen, die Daheimgebliebenen so gut wie möglich das mitzunehmen. Ah, schau. Oh, schön. Oh. Könnt ihr euch noch erinnern? Ja. Gut. Ach, wie das schön. Das habe ich heldenhaft verteidigt. Das wollte man mir dort schon wegnehmen. Oh. Okay. Ja, das Einhorn hat sich ja gehalten. Mhm. Das in der Tat, genau. Wie man sehen kann, das ist ja auch auf unseren Masken drauf. Genau, so. Einhorn, Zweihorn, Dreihorn. So, genau. Das funktioniert nicht. Ja. Dann müsste die Maske herkommen in einem professionellen Outfit und das hinten mit Tesa ankleben. Maske ist hier nicht auf der Alm. Ja. Also ich kann dir sagen, viele von den Daheimgebliebenen, denen tut es natürlich in der Seele weh. Wir haben also einen regen Austausch hier. Wir haben ja auch während der Corona-Zeit mit unseren 150 Mitgliedern im VEB IT viel Austausch gehabt und haben einfach gesagt, okay, wir können nur das machen, aber wir tun das, was wir können. Und also ich kann dir sagen, wir waren alle 2 Tage lang
sehr, sehr, sehr erfreut und gelöst, dass wir uns mal alle wiedersehen und wohlbehalten sind und haben erstmal 2 Tage so den Camp- und Chaos-Flash genossen, bevor wir so ans Arbeiten gekommen sind. Aber wir wissen auch alle, ja, uns steht noch mal ein langer, harter Winter bevor. Also wie ich das von November bis März mache, das weiß ich noch nicht. Aber wir werden noch drüber sprechen. Eine Möglichkeit ist halt, hybride Dinge zu tun, wie bei den Datenspuren. Das werden wir noch vorführen gleich, was es da in 2 Wochen gibt. Da sind wieder Datenspuren in Dresden und zwar hybrid. Da werden auch Leute vor Ort sein und Leute in diesem Internet. Bitte schön, die klassische die Internetkatze. Die Internetkatze, ja. Hallo Katze. Ja, Katze ist jetzt unleidig und will jetzt wieder gehen. Ja. Gut. Man kam und sagte, Papi, willst du dich nicht aufs Bett legen? Ich möchte mit dir schmusen. Nein, ich habe jetzt zu tun. Papi, geh. Ja, nein, gut, das war's. Später dann. Gut, also nach Absolvierung von diversen Katzenmemes und Einhorn-Memes kommt die nächste Sache. Nach den Waffeln. Gewaffelt wird fleißig, ja, in der Tat, auch später noch. Ah, es wird was? Eine Waffeltrophe? Nein, keineswegs. Ein kleiner Betriebsunfall, aber wir sind ja hier beim VEB-IT, da wird das natürlich gelöst. Und wir müssen uns ja noch verbessern können. Ja, genau. Ja, wie man hier sehen kann, vielleicht im Hintergrund, in einer der Kameraeinstellungen sieht man die Waffeln. So, aber ja. Gleich gibt es gelöste Stimmung. Also der Waffelkonsum ist hoch, kann ich sagen. Das Wok versorgt uns hervorragend. Ewiges Frühstück, Waffeln, Grill. Also der Nerd ist zufrieden. So. Ja, ich bin ganz unglücklich, keine Waffeln. Oje. Entschuldigung. Ich fahre jetzt aber nicht ins Vogtland, obwohl ich wäre gerade imstande. Das wird mir nicht lassen. Also ja. Ich habe mir hier eine Topfencreme gemacht. Das heißt ja bei euch anders. Mit ganz Quark fetten, heißt das. Mit Quark heißt das in Deutschland. Mit ganz fetten Quark und Mangopulpe. Ich kann euch sagen, das ist auch nicht schlecht. Nein, ich weiß nicht, wie es dir geht in der Isolation. Ich habe 8 Kilogramm zugenommen in meiner Isolation. Die habe ich gerade mühsam zu 2 Dritteln wieder abgenommen. Ja, das ist die große Gefahr. Entweder man nimmt zu oder man nimmt ab. Ja, Isolation sollte ich vielleicht auch erklären. Ich sitze hier echt auf einer wirklichen Alm. Also wenn ich jetzt rausgehe auf den Balkon, hört ihr die Kühe bimmeln, wenn sie nicht ganz schlafen. Aber Kühe schlafen nicht in der Nacht, erstaunlicherweise. Die bimmeln immer. Und das ist auch 1000 Meter hoch. Ja. Und das ist mir sehr angenehm, weil da geht die letzten 2 Kilometer Straße gehören uns hierher. Und sind nicht asphaltiert und haben 17%. Also das ist schon eine gewisse Naturbarriere, da kommt nicht jeder her. Und ich genieße das sehr, dass nicht alle herkommen. Und für mich ist das auf der anderen Seite natürlich eine elegante Möglichkeit, mich zu isolieren. Und daher ganz viel mit LTE und geschnitzt und gebastelt. Aber besser als ein Loch im Knie. Ich finde das eigentlich ganz gut, das, was wir hier haben. Ja, es ist auch ein Riesenschritt nach vorne. Also wir haben doch echt was geschafft, wenn man überlegt, wie wir so Mitte März provisorisch angefangen haben. Ja, also High Definition darf ich nicht streamen. Da geht das LTE in die Knie. Das habe ich schon begriffen. Aber so in der guten alten VGA-Auflösung, die hat uns ja auch 20 Jahre lang gereicht. Ja, das sicher. Das muss schon reichen. So. Gute alte Dinge tun wir hier auch. Ich bin ja nebenbei Geschichtspodcaster, wie du weißt. Wir haben hier schon, wie unsere Vorväter Technik gemacht haben. Halt das mal rein. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Wir haben hier unter anderem auch ein bisschen Kultur, wie sich das fürs Chaos gehört, nämlich Technikgeschichte. Das da ist ein Mikrofon von 1928, das erste dynamische Radiomikrofon. Soll ich es mal aufmachen für dich? Gerne, gerne. Von dem Herrn Eugen Bayer in Berlin. Von 1928, damit haben wir gestern schon gepodcastet. Also hier werden auch Kulturgegenstände, so, du darfst es mal in die Kamera halten, aber vorsichtig. Es gibt, glaube ich, noch 3 Stück davon weltweit, so Handarbeit. Ja? Das kostete das Jahreseinkommen eines Arbeiters, dieses Gerät, im Jahre 1928. Das tut es wahrscheinlich heute auch wieder. Ja. Ein sehr faszinierendes Gerät und wir haben es schon in Betrieb genommen und eine Mumble-Session darüber gemacht. Ja. Und ein WTF-Podcast. Die Werkkooperative der Technikfreundin WTF hat unter febit.xyz auch ihren eigenen Podcast. Du weißt doch, was kein Podcast hat, existiert heutzutage nicht. Ist wie früher mit den Blogs.
Genau, und Gerüchten zufolge wird es auch eine Damals-TM-Podcast-Folge. Es gibt auch eine Damals-TM-Folge über Mikrofone und da werden wir von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer modernere Mikrofone benutzen, also von 1920 bis 2020. Naja, da also gibt die Kultur kommt nicht zu kurz. Die Mikrofon-Fuffis saßen ja in Berlin und in Wien, wenn ich das richtig verstanden habe. Die AKG in Wien. Und genau. Wie waren die Deutschen? Der Herr Neumann und der Herr Bayer. Und als der Herr Neumann 1941 Besuch von einem Abbruchunternehmen der Royal Air Force bekam, zog er in ein Dorf hier ganz in der Nähe namens Gefell. Und der Volkseigenbetrieb Gefell hat in der ganzen DDR-Zeit die Mikrofone fürs Fernsehen gemacht und so. Also wir haben hier alles schon zusammen und auch schon Experten interviewt und haben auch heute schon mit Vorauskommando eine Mikrofonsammlung besichtigt. Sehr faszinierend. Gut, wenn wir schon am Klönen sind und ein bisschen Anekdoten aus der Vorzeit glauben, dann erzähle ich jetzt einmal ganz apropos Dings hier, Alm und so, Kärnten, erzähle ich euch ganz kurz einen ganz kurzen Schnack. Unsere Nachbarn hier sind Hamburger. Und zwar, die haben sich vor 30 Jahren hier so eine ganz kleine, in Deutschland würde man wahrscheinlich sagen, eine Karte gemietet. Das ist ein altes, kleines Bauernhaus, wirklich etwas Ausgedienenes, eine Holzhütte auf gut Deutsch. Mhm. Ohne Strom, ohne Wasser, ohne gar nichts. Die sind noch ein bisschen weiter, aber sind nicht ganz so hoch wie wir, ein bisschen im Wald versteckt. Ja. Und die haben inzwischen haben sie Wasser, weil wir uns eine Quelle erschlossen. Okay. Ja, mal sehen, ob das unser Netz ist oder deren Netz. Haha. Es wird schon gepfiffen. Man pfeift den Jeopardy-Ton im Hintergrund. Hört man den? Da? Da ist er wieder, ja. Das Publikum hat schon angefangen, den Jeopardy-Sound zu pfeifen. Hier hinter ist nämlich das Camp-Publikum und hört zu. Gut. In der Kamera hört man den Applaus, ja? Sehr gut. Ja, man hört ihn wunderbar. Also wir werden per Lautsprecher auf das Campgelände übertragen. Also alle hören zu. Gut, genau. Also jedenfalls, die haben sich bei den Anti-SS-20-Demonstrationen in den 70er Jahren kennengelernt. Das sind so ein bisschen Alternative. Und wir sind mit denen gut befreundet. Und die saßen ganz am Anfang, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, bei uns und haben also einen Wein gezwickt und ja, und du bist doch ITler und so, schau da, interessant. Und dann hat er begonnen mir zu erzählen, ja, da war ich noch ganz junger Pfarrer in Altona und da ist mal der Chaos Computer Club, denn da bist du doch auch mit, da sind die gekommen. Also jedenfalls stellt sich heraus, das ist der Junge, der das Eidelstädter Bürgerhaus, weil ich das richtig verstanden habe, freigegeben hat damals für den, soweit ich weiß, ersten. Du hast noch deinen Engelausweis, oder? Nein, das habe ich nicht. Also mein erster Kongress war der zweite und dann war ich auch lange auf keine mehr. Ich war damals, glaube noch Lehrling in Hamburg und meine Berufsschule war in der Schwenkestraße, zwei Häuser vom Club weg. So sind die ersten Schatten auf mich gefallen. Ja, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, weil ich bin ja... Hier kommt gerade so ein Elektrofahrzeug. Ich hoffe, es geht. Hallo? Ja, ist gut. Jo, jetzt bist du wieder da. Ja, offenbar stören manche der elektrischen Fahrzeuge, die hier ein- und ausfahren. Ich bin nicht ganz sicher, ob nicht meine Firewall, die irgendwie verbietet, dass sich der Chromium irgendwo hin verbindet, wo er nicht hin verbinden soll. Mag sein, dass er da den Chromium stört. Ich frage, bin ich im Bild zu sehen? Ja, aber eingefroren. Eingefroren. Gut, dann starte ich mal die Kamera neu. Ja, ja. Ja. So. Wir haben ja also, die Kamerabilder zur Auswahl in unserem zentralen, was ist es eigentlich hier? Hackcenter-Studio, Waffel, Backmaschine, Mate, Lager, Kühlschränke. Outdoor-Hackcenter. Da ist er ja schon wieder, ja. Ja. Kann man eigentlich das Hackcenter sehen da hinter uns so ein bisschen? Oder kann man das? Wir können es versuchen, wenn das Hackcenter damit einverstanden ist. Ja, seid ihr. Datenschutz geht alle an. Mal gucken, was passiert. So, jetzt ist es interessant. Da kann man neben dem Bildschirm, hallo, da ist das Hackcenter, ja, zumindest ein Teil davon. So, genau. Da werden unter anderem, C64s aufgerüstet auf heutige Zeiten, genau.
Also Computer wie damals. Ja. Alles auf recht engem Raum und alles draußen. Ja? Also das sieht jetzt vielleicht so aus, als sei das hier ein Gebäude, aber das ist ein völlig offener Pavillon und hier hängen nur Planen und Stoffe und der Wind bewegt sich hier durch und das soll er ja auch, damit wir uns nicht anstecken. Ganz genau. Und es ist keineswegs warm, das kann ich euch sagen. Zwei Jacken, okay. Na, ich habe einfach nur mein WTF-Shirt und das Hoodie von der GPN, das reicht. Nö, das ist ganz gut. Das Graue hier, das ist von, ich weiß nicht, GPN 19 oder so. Ganz gut. Ja, wir warten auf den André, dass er wiederkommt. Und wir werden übrigens noch heute, ne, Weltpremiere, Präsenzroboter der Datenspuren vorführen. Vielleicht sollte ich mal das Prinzip Präsenzroboter erklären. Wir haben heute den ersten Prototypen fertiggestellt und er bewegt sich auch. Also die Idee ist, dass man sich nach Bauanleitung im Internet einen kleinen Roboter aus handelsüblichen Bestandteilen zusammenbaut, der sich bewegen kann und eine Kamera an Bord hat. Und mithilfe dieses Präsenzroboters ist man dann auf einer Chaos-Veranstaltung präsent und fährt durch eine kleine reale Welt mit realen Menschen und trifft andere Präsenzroboter von anderen Chaos-Entitäten, mit denen man sich dann austauschen kann. Und die Datenspuren in 14 Tagen in Dresden werden, ich glaube, die erste hybride Veranstaltung dieser Art mit Präsenzrobotern sein. Und den wollen wir dann gleich mal vorführen und wir wollen auch gleich noch das User-Interface, soweit schon vorhanden, versuchen mal in den Big Blue Button zu integrieren. Also seid gespannt und nicht böse, wenn es nicht aufs erste Mal funktioniert. Aber ich glaube also, auch so im Hinblick auf die Remote Chaos Experience, den Kongressersatz zwischen den Jahren, wir werden jetzt wirklich die Rahmenbedingungen des Remote sich treffen und des Präsenzrobotertums und der hybriden Veranstaltung gewaltig weiter nach vorne schieben. Und ich glaube, das gibt hier technischen und sozialen Fortschritt durch Chaos, nehme ich an. Ja, das denke ich auch. Also es ist so schade, wie das ist, aber es bietet uns ja jetzt auch viele gute Möglichkeiten, was Neues zu probieren, Dinge umzusetzen, die davor undenkbar waren, weil man hat das ja schon immer anders gemacht. Ja, genau. Und es funktioniert gut. So, also unser Stream geht noch. Ich hoffe, Divok geht auch noch. Haben wir hier eigentlich einen Divok-Rückkanal? Sehen wir das Divok-Bild irgendwo? Wir sehen das Divok-Bild nicht, aber wir sind zeitgleich auch noch in einem Backend-Mumble drin. Okay. Von daher, wir werden informiert, wenn was nicht okay, geht. Techniker würde uns informieren. So, André, du bist eingefroren. Kannst du uns trotzdem hören? Ich kann euch hören. Meine Kamera, ich beende jetzt mal die Kamera, weil wie der André ausschaut, wissen inzwischen eh alle. Genau. Und ich glaube, dass die LTE-Verbindung jetzt, wo Abend ist und alle beginnen hier die Sexfilme zu streamen oder sich in irgendwelche Hackcenters in die Vogesen einzuhacken. Nee, war nicht die Vogesen, war das Vogtland. Es fängt auch mit Frau an. Genau. Das muss reichen. Genau. Also jedenfalls, ich habe hier nur zwei Trauer zur Verfügung und wenn die beide voll sind, dann kommt Shared Medium, weißt du, die Hacke und weg bin ich vom Fenster. Das geht ohne Ankündigung. Verstehe. Also, Mumbles haben wir hier auch. Wir haben auch so einen permanenten Camp Mumble, wo sozusagen unsere Mitglieder zu Hause sich permanent zuschalten können und so per Audio an unseren Workshops und so teilnehmen können. Und Big Blue Button haben wir natürlich auch mit dem Server und wir benutzen diese Technik auch. Und naja, bald haben wir dann auch noch Präsenzroboter und die nächste Iteration wäre für mich dann so die Präsenzdrohne, mit der ich durch irgendwelche Hallen fliegen kann und Leuten guten Tag sagen. Sehr gut. Hoffe ich. Das stelle ich mir komplex vor, wenn da ganz viele Drohnen fliegen. Wer macht denn da die Luftverkehrskontrolle? Naja, wenn man drei Ebenen hat, ist die Zusammenstoßwahrscheinlichkeit gering. Und wenn, dann wird einfach die Backup-Drohne gestartet. Also da hat man ja dann 7 Leben wie eine Katze. Und dann stelle ich mir noch vor, wenn ich eine Drohne treffe von jemandem, den ich kenne, dann sehe ich plötzlich ein Live-Bild von ihm zu Hause oder von ihr und vielleicht noch andere Informationen und kann gleich noch viele Daten austauschen. Also wir können das noch sehr, sehr viel weiter treiben und das Ganze vielleicht noch auf so eine Art Holodeck machen. Die Seabase hat heute getwittert, sie würden das Holodeck freilegen an Bord, sodass wir also wahrscheinlich zwischen den Jahren Innovationen erwarten können. Sehr geil. Ja. Also ich glaube, wir werden der Menschheit hier in Ausfluss dieser solche enorme Fortschritte entferntem gemeinsamen Zusammensein bieten, auch so im virtuellen Raum. Ich frage mich ja übrigens auch, wie man wohl das Konzept der virtuellen Realität noch weiter wird integrieren können. Also ich möchte eigentlich auch noch mehr VR sehen, auch gerade bei der Überwindung dieses langen Winters, der uns bevorsteht. Also wenn ich mir vorstelle, ich darf so
von November bis März weiterhin Leute nur draußen treffen, also mich betrifft das so, dann werde ich mich schon fragen, vielleicht kann man sich mal VR-Brillen aufsetzen und sich auf einer grünen Wiese treffen, auch wenn eigentlich Winter ist oder so. Ja. Naja, gibt ja schon so Sachen wie VR-Chat, aber da ist auf jeden Fall noch sehr viel Innovation möglich. Ja, glaube ich auch. Aber auch nötig. Also einfach, damit wir menschlich und sozial weiter so beieinander bleiben. Ja, also da müssen wir halt dran arbeiten. Ist vielleicht nicht die letzte Gelegenheit, wo wir das dringend brauchen. Und sei es wegen Klima und Reisen und Fliegen und Nicht-Fliegen und wer weiß, was noch so bevorsteht. Und ja, vielleicht ist das auch die Antwort auf die Frage, wie groß so können unsere Kongresse noch werden. Irgendwo bei 50.000 hätten wir wahrscheinlich dann auch das größte Messegelände voll. Was machen wir, wenn die Kongresse 100.000 Teilnehmer haben? Dann schicken wir halt alle unsere Drohne, denke ich. Dann machen wir ein dezentralisiertes, dann machen wir es zwischen genau. Wien, Leipzig und wo war die dritte große Halle? Die Wiener Berlin und Hamburg. Naja, also die Hamburg haben ja Popeligen 13.000, da ist irgendwie aus. Immerhin. Also ich kann mich noch an Kongresse mit 300 erinnern, so gesehen. Gut, also die Wiener können 40.000 Leute unterbringen, allerdings nur wirklich in einer ganz großen Halle mit einem dezentralen. Okay. Ja, die Westfalenhalle kann ja auch nochmal. Die hat eigentlich. Ja, Schalke Arena. Also wir könnten sämtliche Fußballstadien, die dann eh nicht mehr gebraucht werden, alle überdachen und zu einem riesigen, chaoshesken virtuellen Space umbauen und den dann irgendwie so in VR mergen oder so. Ja, macht aber eine scheiß Akustik, muss man irgendwie Matten vorhängen oder so und in optisch ja, muss man auch noch was tun. Oder wir haben einfach alle unsere kleinen Drohnen in den Ohren und bekommen sowieso eine VR-Akustik, die sich von der realen völlig entkoppelt. Wobei ich dazu sagen muss, dass mit der Latenz, da müssen wir auch noch dran arbeiten. Ich habe heute ganz kurzfristig habe ich mich selber dreimal hintereinander versetzt gehört. Das ist schon sehr eigen. Da müssen wir noch ein bisschen was tun dran. Ne? Stimmt, es fehlt auch die Winkelkatze hier, aber man kann ja nicht alles haben. Aber du hast ja immerhin eine Realkatze zum Winken. Ja, die winkt aber jetzt nicht, weil ich habe die Kamera abgedreht. Ja, aber ohne Kamera geht ja auch, ja. Ja. Da müssen also jetzt die ganzen Zuseher mit unserem Bild hier vorlieb nehmen. Und ja, das sieht ja so aus, als wären wir hier gekidnappt worden von den Cyberterroristen. Na, du bist hier irgendwie eingefroren mit deinem Bild. Warum tut sich da nichts mehr? Das ist komisch. Also bei uns bewegen sich beide Bilder, auch im Big Blue Button. Ja. Die junge Katze. Regie, ich frage mal ganz hinten herum an die Regie. Ist auch alles gut hier? Es bewegt sich alles? Okay. Dann bewegt sich nur der Bild. Ja, dann passt es. Hervorragend. Okay. Hervorragend, ja, dann passt schon. Hauptsache die Tonverbindung steht noch. Die ist wunderbar, ja. So, wir gehen zum nächsten Thema über. Du hast den Zettel, Stefan, du hast den Zettel. Ja, wir können mal Präsenzroboter zeigen. Wir können mal gucken, ob der Honky da ist und ich kann meine Mobilkamera wieder anmachen. Und L3D, sprich doch mal mit Honky kurz. Ja, ich habe Honky ein Mikrofon gegeben, das sollte funktionieren. Hi. Hallihallo. Hört man mich? Sieht man mich irgendwo? Wir sehen dich. Oh, das ist ja wirklich spannend. Man sieht sich mehrfach und zwar versetzt. Dreimal. Nicht schlecht. Mhm. Ah ja, jetzt dann ist er. Viertes Mal. Oh Gott. Ja, das ist meine Handkamera, mit der ich gleich den Roboter filme. Moment. Ja, alles was geht. Technik macht's möglich. Ja, also wir machen seit Jahren die Datenspuren, seit so 15, 16 Jahren ungefähr, jedes Jahr einmal im September. Dieses Jahr auch wieder vom 18. bis zum 20. September in den Dresdner Zentralwerk. Das Problem ist nur dieses Mal, dank Corona oder sowas ähnlichem, ist das Problem, dass wir halt keine Gäste so richtig zulassen können. Deswegen machen wir das, was auch dem Kongress jetzt vorsteht. Wir versuchen halt neue Konzepte einzusetzen. Und eins davon sind Telepräsenzroboter, nämlich den C3-PR. Auf GitHub kann man sich dann gleich mal anschauen. Das ist eine der Säulen, die wir haben. Wir werden auch Vorträge machen, werden auch Work-Adventure spielen. Vielleicht können wir das später auch noch zeigen. De facto seht ihr hier eine Powerbank auf Rädern, auf der eine ESP-Camp. Im guten Alter campt man hier natürlich mit großen Mengen Heißleim. Leider aber ohne Glitzer. Also falls jemand noch kurzfristig Glitzer ins Vogtland schicken kann, wir sind darauf angewiesen. Man sieht hier, das ist ein ESP32 mit einer Webcam drauf. Da kommt dann eine selbstentwickelte Motortreiberplatine drauf.
auf der man dann quasi über eine Webseite und WASD beziehungsweise über eine Webseite und ein Gamepad im aktuellen Zustand fahren lassen kann. Ich weiß nicht, diesen unteren Teil des Big Blue Buttons sehen auch die Zuhörer? Ja, das ja, ich gehe davon ist aus. Ist quasi genau die Webseite unten eingestrahlt, die auf meinem Laptop gerade läuft. Das heißt, mit 800x600 Pixeln kommt mit der externen Antenne, wie sie gerade verbaut ist, der Roboter auch zu 25 Frames pro Sekunde. Das müsst ihr mir jetzt leider mal glauben, weil selbst die professionellen Kameras, die hier rumstehen, machen irgendwie drei Bilder gleichzeitig und leicht versetzt. Aber normalerweise funktioniert das so, dass man das im WLAN einwandfrei steuern kann. Der Roboter hat eine verbaute LED, hat die Möglichkeit, einen LED-Streifen zu steuern und hat auch die Möglichkeit, ich glaube, bis zu 10 Stunden rein rechnerisch mit diesem Akku-Setup da rumzufahren. Kostenpunkt hierfür sind ungefähr 20 Euro. Wie gesagt, das Repo befindet sich auf GitHub unter github.com/c3d2-c3-pr. Die Links werdet ihr wahrscheinlich in irgendwelchen Pads dann anschließend finden. Auf datenspuren.de sind sie auch verlinkt. Wenn ihr selber solche Roboter nachbauen wollt, könnt ihr mich gerne kontaktieren auf Mastodon, Honky, also @chaossocial zum Beispiel. Oder schreibt an datenspuren@c3d2.de und dort findet ihr uns. Da können wir dann quasi auch Bauteile austauschen oder die Platine ist so, die Platine ist im GitHub, der Code ist im GitHub. Also eigentlich kann jeder das Ding nachbauen. Macht bitte, und wenn ihr das fertig habt, sendet uns gerne eure Exemplare und dann lassen wir die auf den Datenspuren exklusiv für euch rumfahren. Am 18. bis zum 20. September diesen Jahres werden ungefähr 50 Chaoten und Chaotinnen in dem Zentralwerk die technische Betreibercrew spielen, um für euch unter anderem Telepräsenzroboter fahren zu lassen, aber auch ein Seminar- und Vortragsprogramm direkt ins Internet zu streamen. Und dieses Jahr ganz neu, wir werden auch WorkAdventure in einer eigenen Instanz betreiben. Das heißt, es ist eine 2D-Browser-Applikation, auf der man sich quasi ein kleines Männchen steuert. Und wenn man sich nahe kommt, kann man dort dann per Webcam und per Stream zusammengeschalten werden. Und so kann man dann auch virtuell durch das Zentralwerk laufen und selber versuchen, das zu entdecken und zu spüren, was man auf diesem Kongress oder auf diesen Datenspuren dann halt leider nicht erfahren können wird, wenn man nicht vor Ort sein kann, dann wenigstens remote. Also wenn ihr in WorkAdventure zum 3D-Drucker geht, seht ihr dann ein Webcam-Bild des 3D-Druckers und seht live, was dort passiert. Sehr cool, sehr cool. Sehr geil. Sehr nett. Gefällt mir sehr cool. Ich schalte mal die Mobilkamera wieder aus. Man sieht hier also ein Bild aus dem Roboter selber und hier den Roboter. Und wie gesagt, Materialkosten 20 Euro, GitHub c3d2/c3-pr für Präsenzroboter. Schaut es euch an, ladet es euch runter, klebt es zusammen, schickt es uns nach Dresden, dann seid ihr präsent auf den Datenspuren. Infos auf datenspuren.de. Besser hätte ich es nicht sagen können. Vielen Dank. Oder mache ich mal wieder aus? So. Riesenumbau hier. Ich stelle fest, keine Fragen im Bett. Keiner will das wissen von uns. Das kann ich mir kaum vorstellen. Da wahrscheinlich sind die Leute noch geflasht. Da sind sie sehr geflasht, ja. Das wird es sein. Keine Fragen zum Roboter? Ja, wer weiß. Also an sich beantworten die sich ja. Auf datenspuren.de ist der Link zum GitHub-Repo mit Textfiles und Kommentaren und Bildern und so weiter. Also, und es wird ja auch Re-Livestream wahrscheinlich geben, man kann sich es nochmal anschauen. Naja, und die Dresdner Chaoten sind auch darauf angewiesen, dass Leute Roboter bauen und hinschicken, damit das auch eine schöne hybride Veranstaltung wird und wir dieses Konzept mal wieder ein bisschen weiterschieben kann. So, ja, Latenz ist immer noch hoch, aber es geht und wir können uns alle gut verstehen und haben auch noch eine knappe Stunde Sendezeit, ne? Stimmt das? Oder naja, 50 Minuten? Naja, so ungefähr, da wollen wir, also ab 22 Uhr ist Musi hier. Sehr gut. Und wir wollen den Kollegen das ja nicht allzu mühsam machen, also wir sollten dann so um 21.30 Uhr, 40 so ein bisschen Platz machen, dass... Ja, das ist ja auch recht. Also das Wichtigste wurde ja so ein bisschen gezeigt von dem, was wir machen. Das Publikum draußen hört zu und nebenbei wird weiter gelötet. Also ganz normal Camp, wie man das kennt, so wenig Schlaf, viel Mate, viel Waffeln, viel Camp und Freude und nur eben halt alles draußen, ein bisschen windig. Ja, aber wie man sieht, man kann unter Corona-Bedingungen fast alles machen, wenn auch, naja, nicht alle, nicht? Also wer besonders gefährdet ist oder ein hohes Infektionsrisiko hat, der halt nicht. Aber hier so sind wir halt solidarisch zueinander und
ja, ich werde dann nach der Sendung auch mal wieder in unseren Mumble gehen und mal hören, was die anderen so dazu meinen zu Hause. Und ja, ich hoffe, das wird nicht die letzte Veranstaltung dieser Art sein und wir müssen ja irgendwie buchstäblich über den Winter kommen. Ich habe schon gesagt, ich meine, Covid ist ja ein globales Phänomen. Vielleicht könnten wir auf der Südhalbkugel, ich bin in Kontakt mit ein paar Brasilianern, eine hybride Chaosveranstaltung irgendwie ins Leben rufen und könnten einfach mal während des Winterhalbjahrs sowas machen. Brasilien ist ja auch von Covid sehr stark betroffen, aber falls es sich machen lässt, könnte man das ja vielleicht ins Auge fassen, auf die Weise einfach mal die Erdhalbkugeln zu verbinden. Die hatten wir gestern schon. Wir hatten gestern eine wirklich geile Schalte, die ein bisschen untergegangen ist. Wir hatten gestern eine Live-Schalte zwischen Deutschland, Mexiko und Brasilien. Ja, ja, cool. Ja, die war sehr cool. Leider ist sie untergegangen, weil es ein bisschen sperrig war und die Technik war ein bisschen sperrig. Und die haben alle ein bisschen sperrig Englisch geredet. Ja, ich weiß, meine Brasilianer, mit denen ich mich seit Beginn der Epidemie so alle 14 Tage mal in dem Jitsi treffe, die sprechen alle, sagen wir, also wir sprechen alle sehr unterschiedlich gutes Deutsch, wollen wir mal so sagen. Es ist sehr, sehr, sehr lustig. Es gibt ja in Brasilien relativ viele Deutschsprecher und halt welche drumherum, die das nur so halb können. Aber das tut der Sache keinen Abbruch und wie gesagt, die sind ja sehr stark davon betroffen gerade. Und die freuen sich immer, wenn sie so alle 14 Tage mal hören, wie dann so bei uns auf der anderen Seite des Planeten das mit Covid gerade aussieht und erzählen, wie es bei ihnen so ist. Da sind auch einige, die haben sich total isoliert, so 100 Kilometer weg von allen anderen Ansiedlungen. Und einer meiner Freunde ist mit einer brasilianischen Ureinwohnerin verheiratet und die hat erzählt, dass ihre ganzen Leute sich buchstäblich in den Wald geflüchtet haben, weil sie überhaupt keine Lust auf Infektion haben. Das kann ich mir vorstellen. Die haben da schlechte Erfahrungen damit, auch in der Vergangenheit. Die wollen da nichts davon haben. Ja? Nee. Die wollen auch immer auch ganz genau wissen, wie das in Deutschland ist und wie das so ist mit Busfahren und U-Bahnfahren und wie so die neuesten Erkenntnisse sind. Sie hören auch deutschsprachige Podcasts, auch so zu Corona-Themen und so. Also da ist schon ein großer Austausch und ja, wie gesagt, sie sind ziemlich hart betroffen und sie fragen sich, ob das ein jahreszeitliches Phänomen ist und was wohl passiert, wenn bei ihnen der Sommer anfängt, ob es dann dort besser wird und hier schlimmer oder nicht. Also ja, alle rätseln so ein wenig. Also ich fürchte, oder wenn wir Glück haben, haben wir in absehbarer Zeit ein Remedy, also ein Impfstoff oder eine Möglichkeit, uns eine zu immunisieren. Eine Therapie, ja, um es einmal so nett formuliert, ja. Und bis dahin werden wir einfach noch warten müssen, ob das jetzt ein halbes Jahr dauert oder noch eineinhalb Jahre. Da können wir nur spekulieren. Du weißt, Prognosen sind sehr schwierig, ganz besonders, wenn sie die Zukunft betreffen. Stimmt, außer auf der Seabase, da wird die Zukunft rekonstruiert, ja. Das ist wieder was anderes, ja. Da fliegen wir zuerst in die Zukunft und dann kommen wir zurück und dann ist es keine Zukunft mehr. Das, ja, das muss man also, aber ansonsten... c-base.org. Du sagst es, ja. Übrigens, DJ Spock meint, er braucht nur 5 bis 10 Minuten Umbaupause. Also wir haben jetzt noch... Also wenn wir noch 10 Minuten haben, ich wollte nur hinweisen, die Digitale 40. Gesellschaft Deutschland, die feiert an Bord der Seabase auch hybrid ihr Jubiläum. Also ja, auf der Seabase. Genau, an Bord der Seabase sind ganz wenig, so 4 bis 8 Personen und die bedienen dort die Technik und im Prinzip das ganze Internet nimmt an den Feierlichkeiten an Bord der Seabase remote teil. Also das geht schon. Die haben ja, am selben Wochenende haben die ihr Geburtstagsfest, ja? Ja, die hatten schon am Mittwoch die erste Veranstaltung, also die machen ein riesiges Festprogramm über 5 Tage oder so. Jesus. Oder wie man in Kärnten sagt, oh Maria. Ja, genau. Gut, genau. Was können wir denn sonst noch erzählen über so die Unfeindlichkeiten, die bei uns hereinprasseln? Ach, naja, was heißt über uns hereinprasseln? Also wie gesagt, wir müssen so von der Psychologie hier halt einfach Momente schaffen, auf die man sich freuen kann. Also ich habe emotional wochenlang davon gelebt, mich auf dieses Camp zu freuen. Und es wird sicher ein wehmütiger Abschied am Dienstag. Und ich habe mir einfach fest vorgenommen, mich von dieser Isolation des Winterhalbjahres und den sehr geringen sozialen Kontaktmöglichkeiten, die meine Ärzteschaft mir so erlaubt,
einfach mal dadurch so viel wie möglich Gebrauch zu machen, dass ich mich über das Chaos hybrid und auf andere Weise möglichst vielen sozialen Gelegenheiten irgendwie anschließe und habe einfach beschlossen, mich nicht verdrießen zu lassen. Und wenn es Innovationen gibt, dann bin ich dafür immer zu haben. Also ich bin auch mit meinem kleinen 2CV so ganz allein von Berlin hier auf den Berg gefahren. Corona-sicher, wie gesagt, mit offenem Verdeck und so. Und werde das auch weitermachen. Vielleicht machen wir auch irgendwie nochmal physische oder hybride Wintertreffen. Mal sehen. Also ist eine Frage, wie viel Minusgrade man ab kann, aber warum soll man nicht irgendwie mal Chaos vom Polarkreis machen oder so? Nein. Mit Minusgraden kann man viel besser umgehen. Mehr als ausziehen, habe ich immer gesagt, kann ich mich nicht. Ja. Und wenn es mal 40 Grad hat, ist auch ausgezogen einfach nicht mehr erträglich. Anziehen kann ich mir immer was. Ja? Genau. Also es genau. Ein Thermojäckchen und dann noch ein Thermojäckchen. Ja, genau. Und so, genau. Wenn ich an meine Motorradzeit denke. Genau, richtig. Motorradfahrer treffen im Winter, so. Oh ja. Genau. Das ging ja auch irgendwie. Ja, und wie das also ging, nicht mehr in unserem Alter, aber früher ging das. Du sagst es, ja. Ich habe ja schweren Herzens meine letzten zwei Motorräder den Nachbarskindern geschenkt. Hast du immerhin was Gutes getan? Ja, nein, aber jetzt ich kann meine Motorräder nicht mehr aufheben alleine. Und ja, ich fahre nicht mit meinem Bock, mit dem ich traue mich ja gar nicht laut sagen, ich habe mir stattdessen ein Quad besorgt. Gibt es hier auch, also das kann man jetzt im Dunkeln bei dem Camp-Rundgang konnte man das schlecht sehen, aber ich kann ja sagen, die Camp-Teilnehmer sind mit den erstaunlichsten Fortbewegungsmitteln gekommen, auch durchaus manchmal über 2 Tage mit Ladepause und sowas und die werden hier alle fleißig ausprobiert und genutzt. Ja. Also ich habe hier meinen alten Döschwo von 1970, wir haben hier einen Feuerwehr-Cyberwehrwagen aus DDR-Produktion von 1979, wir haben hier aber auch allerneueste Elektrofahrzeuge. Und zwar offene wie auch geschlossene und die werden fleißig benutzt. Also es gibt da Fortschritt. Okay. Ja. Einen Döpat hat das geheißen in Frankreich. Ah ja, genau, Döpat, ja genau. Oder Döschwo in der Schweiz, so mit Ö. Ein Döschwo. Ja. Wobei genau. Niemand genau weiß, warum er eigentlich 2 Pferde heißt. Weißt du, warum dein Auto 2 Pferde heißt? Ja, wegen der französischen Steuerklasseneinteilung, also die sogenannten Steuer-PS. Man hat die Autos in Leistungsklassen eingeteilt in den 30er Jahren. Der große Citroën, den man so als Gangster-Citroën kennt, der hieß zum Beispiel 11CV. Und der ganz große mit großem Motor, der hieß dann 15CV. Und das CV steht für Pferdestärke. Quand-Chevaux. Ja. Wo 15 Pferde, einfach Steuerklasse 15. Und das war die Steuerklasse 1 Pferd, 2 Pferde, 5 Pferde, 10 Pferde, ja, kann ich noch erinnern. Genau so. Danach ging die französische Kfz-Steuer bis etwa 1970 und dann hat sich dieser Name einfach eingebürgert. Weil Döschewo, das war die niedrigste halt. Ne? Ja. Weniger als 2 Pferde ging nicht. Und so heißt er auch in anderen Sprachen. Also in Portugal oder in Brasilien heißen die auch Dos Cavalhos. Also und kein Mensch weiß mehr warum. Ja, genau. Nur bei uns heißt er 2CV. Ja, genau. Ich habe davon 3 besessen, gebe ich zu. Ah, sehr gut. Mein erstes Auto war ein R4, gebe ich zu. Also, aber dann bin ich relativ schnell auf Déjà-vu umgestiegen. Gut. Und ich hatte einen, da blieb der erste Gang nicht drinnen. Ja, das passiert. Ja, da gibt's einen berühmten Trick, dass du auf dem Sitz ein Schnürchen anbindest und am anderen Ende vom Schnürchen eine Schlinge machst. Und wenn du den ersten einlegst, legst du die Schlinge drüber. Und dann musst du den Gang nicht mehr drinnen halten, dann kannst du lenken, zum Beispiel um die Kurve fahren beim Anfahren. Ja, so kleine technische Probleme. Aber im Grunde, wenn ich mir denke, so ich bin mit meinem 50 Jahre alten Fahrzeug hierher gefahren, habe irgendwie 5,5 Liter Benzin verbraucht, war hier Corona-sicher offen unterwegs. Also eigentlich habe ich ein sogar ökologisch halbwegs gutes Gewissen dabei, trotz der ganzen Elektrofahrzeuge um mich herum. Nein, da muss ich dir leider widersprechen. So leid es mir tut, der Döschewo ist eine Umweltschande. Lass mich das doch einbilden. Ja, okay. Wenn ich mir alle 50 Jahre einkaufe, ist gut. Ist in Ordnung. Nein, er dreht sich irrsinnig hoch, dass seine Leerlaufdrehzahlwerte unglaublich bescheuert sind. Und daher ist er damals gestorben beim TÜV, was natürlich nicht ganz richtig ist. Er braucht immer noch ganz wenig. Ganz lustig. Aber wie gesagt, die jungen Leute haben heute Elektro- und Hybridfahrzeuge aller Art. Also wir haben hier rein Elektro, wir haben hier Hybrid, also es gibt hier alles. Es ist unglaublich, was hier alles vorgeführt wird. Wir könnten hier einen technologischen Fortbewegungssalon machen auf unserem Berggipfel. Ja.
Gut, und umwelttechnisch wird es ja vieles besser. Genau. Das ist ja sowieso so kontraintuitiv. Eigentlich so in meiner auch schon etwas längeren Lebensspanne ist es diesbezüglich ja immer besser geworden mit dem Zustand der Umwelt so wahrgenommen. Das ist auch das Kontraintuitive an der Klimawandelgeschichte. Ja, so für meine Generation widerspricht es so der Lebenserfahrung, dass hier eine große Gefahr auf uns zukommen würde, weil es ist halt immer besser geworden. Und Sie haben uns seit 30 Jahren erzählt, dass die Umweltkatastrophe bevorstand und so. Also das ist, glaube ich, für manche Menschen schwer zu verstehen oder selbst wenn es vernünftig zu verstehen ist, ist es schwer zu fühlen, dass wir was tun müssen. Also im Tal hier von unserem Berg gibt es eine Talsperre, die hat auch durchaus die Leute hier vor der Dürre bewahrt, aber da kann man auch schon Klimawandel ein wenig sehen. Man kann sehen, wie der Wald an einigen Stellen trocken ist, an anderen nicht so, der wetterabgewandten Seite, aber man muss halt genau dafür hinsehen. Also es gibt noch ein paar Aufgaben und wir wollen mal hoffen, dass wir dazu beitragen können, auch diese irgendwie zu lösen und zumindest das Schlimmste abzuwenden. Also es bleibt ja auch eine Aufgabe. Also ich glaube, so Chaos, IT und Umwelt und Klima, das sind Dinge, die werden uns noch beschäftigen. Das ist richtig, wenn du so erzählst, wenn ich so zurückdenke, wie ich in den 70er Jahren das erste Mal mit dem eigenen Auto ins Ruhrgebiet gefahren bin. Ich hatte damals ein pipi-gelbes Auto, so richtig, so wie die Mathekisten. Ja? Sicherheitsfarbe nannte man das. Ja, genau. Und das war damals schick, das war so die, lang vor den Neonfarben. Und wenn du das über Nacht abgestellt hast, klar auf der Straße draußen, dann war das am nächsten Tag alles möglich, aber gelb war es nicht mehr. Genau. Und, das hat sich ja total aufgehört. Also jetzt ist das dort blühende Landschaften. Zwar ja, ja. Klar, also als kleines Kind vom Land, aber spielen war am Elbstrand in Hamburg, da konnte man, wenn man mit den Füßen in die Elbe gegangen ist, seine Füße nicht mehr sehen mit 5 Zentimeter. Da konntest du einen Film drin entwickeln. Also, und oder Waldsterben, du liebe Güte, ja. So als ich zur Schule ging, hieß es, der Wald stirbt. Ja. Ja. Aber wie gesagt, davon darf man sich nicht abhalten lassen. Also ich kann auf die Art verstehen, dass manch älterer Mensch sagt, also ob das mit dem Klima, wie das wohl kommt, ich weiß nicht genau, aber wir müssen uns halt kümmern, egal wie alt wir sind. Ja. Nein, das mit dem Klima ist leider reell, das sieht man schon auch. Ja, ja, wenn man's man es will. Ja. Wenn also, man's will. Man muss es sehen wollen, da ist es so schwer zu verkaufen. Na klar siehst du es, du siehst es auch bei uns. Zum Beispiel, ich habe, wenn du zu mir auf die Alm rauf fährst, siehst du da zwei Betonstützen rumstehen. Da war mal ein Skilift. Der ist ein kleiner Herr. Ja? Der lief doch genau in den 60er Jahren. Und die Alten erzählen mir noch, dass sie hier heroben im Winter aus dem ersten Stock gesprungen sind, weil es so viel geschneit hat und der Wind die Tür so zugeweht hat, dass sie aus der Tür nicht mehr rausgekommen sind. Physisch nämlich nicht mehr. Ja. Dass sie aus dem Fenster gesprungen sind im ersten Stock, um die Tür frei zu buddeln. Also die Zeiten sind auch vorbei. Wenn ich hier mal einen halben Meter Schnee liegen habe, dann habe ich viel Schnee und der bleibt auch nicht mehr liegen. Solche Großvatergeschichten kann ich inzwischen auch erzählen. So alt bin ich noch gar nicht, aber ich bin auch zum Teil per Pferd so auf 4 Hufen zur Schule, weil andere Transportmittel gingen nicht. Ja, ja. Glaubt ja, auch keiner mehr. Und den Pferden ging der Schnee bis zum Bauch. Also unglaublich. Und ich bin in Wien in die Schule gegangen und da gibt es in meiner Kindheit einfach, da liegt 4, 6, 8 Wochen lang Schnee, aber so halber Meter, 3/4 Meter, da war so richtig die Stadt zu. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Jetzt. Na doch schon. Also in Berlin hatten wir das zuletzt 3 Jahre hintereinander um 2010 rum. Ich weiß es noch. Da konnte ich mein Auto ausbuddeln. Also es passiert schon noch. Es ist halt ein statistischer Zusammenhang. Nicht? Und wenn Leute so intuitiv bei jedem plötzlichen kalten Winter oder jedem verregneten Sommer sagen, ach, ist ja nicht so schlimm, dann ist halt nichts gewonnen. Ja, Statistik ist halt etwas komplizierter. Und sie ist nicht intuitiv. Ja, wem sagst du? Da haben wir ein pädagogisches Problem, ja. Also, wobei die Statistik nicht so kompliziert ist, aber die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt. Ja. Und da kann man niemandem erklären. Wie heißt das so schön? Wenn du links mit dem Fuß in der Kühltruhe stehst und rechts auf der Herdplatte, dann geht es statistisch gesehen hervorragend, ja. Ja. Das ist wie mit dem statistischen Hase. 1 Meter links zu schießen, 1 Meter rechts ist er statistisch tot, ja. Ja. Das stimmt schon. Übrigens, die Tierwelt ist hier in Ordnung. Hasen und Mäuse haben wir hier in Massen. Oh ja. Und sie sind sehr zutraulich. Offenbar sind sie keine Menschen gewohnt hier oben. Ah ja, natürlich, ja. Habt ihr vielleicht auch noch andere Tiere, so wie Hamster oder die Rehe werden wahrscheinlich. Nee, gar nicht kommen. So. Also es gibt offenbar eine Feld- und Wühlmausplage, massenweise Feld- und Wühlmäuse, komischerweise kaum Katzen. Es wäre also ein Eldorado für Katzen, aber große Hasen, keine Kaninchen, sondern wirklich sehr große Hasen, die auch sehr zutraulich sind, springen hier rum im wahrsten Sinne des Wortes.
Und es soll Wildschweine geben, wir haben aber noch keins gesehen. Füchse soll es auch geben. Du warst jetzt irgendwie weg, ich war offenbar auch weg. Wildschweine und Füchse gibt es auch. Also wir sind hier in einer sehr unberührten Natur, aber immerhin, es gibt hier Strom und wir haben hier Internet hingezaubert. Wie habt ihr denn diese Hütte, in der ihr da seid? Das schaut ja nach einem relativ festen Dach auf. Ist so eine Wanderhütte, so an den Seiten offen, das ist so ein Wetterunterstand. So eine Schutzhütte. Das kenne ich ja noch gar nicht, das ist ja cool. Ist halt an den Seiten offen. Ja. Wir haben halt so diese Fahnen hingehängt überall mit so allerlei Chaos-Symbolen und so. Und es ist auch nach oben ist ein kleines Loch. Man könnte also auch in der Mitte ein Feuer machen, wenn man wollte. Und dann haben wir halt rundherum so aus Planen und so haben wir Pavillons gebaut. An den Seiten offen und regendicht. Und ja, wir hatten heute ein riesen Starkregenereignis, wie es so schön heißt. Und das hat es alles überstanden. Hast du schon gesagt. Ja, und jetzt gibt's überall Autos und unsere Cyberwehr, Feuerwehr und lauter Zelte. Na, also man kann ja auch nur alleine kommen. Oder wenn man sowieso eine Corona-Schicksalsgemeinschaft bildet und zusammen in einem Auto reist, dann kann man natürlich auch in einem Zelt wohnen. Aber wir versuchen also auch hier das mit der Distanzierung hinzukriegen, so ne, mit Masken und Abstand und Belüftung. Also wir nehmen das schon ernst und ja, man kann unter Einschränkungen trotzdem reales Chaos machen. Und ich wollte gerade sagen, wenn du nicht im selben Haushalt lebst, darfst du mit denen ja auch nicht im Auto fahren, oder? Genau. So haben wir das auch geregelt. Also sehr strenge Regeln, die wir aber gemeinsam online in unserem internen Diskussionsforum erarbeitet und abgestimmt haben und an die sich jeder hält. Und es gibt einige, die wären gerne hier und die können nicht, aber die haben an diesen Regeln mitgearbeitet und wir machen das, was vernünftigerweise gerade noch so zu verantworten ist. Also ich bin ja von euch auch eingeladen worden, muss ich dazu sagen. Sag, Doc Retro ist bei euch auch dabei irgendwo, gell, oder? Weiß nicht genau. Komm mal, nimm mal ein Mikrofon. Komm noch vorbei. Wir haben hier einen Gast. Der Alex will was sagen. Warte mal. So, probier mal. Und wir haben da eine Kamera, falls man dich sehen soll. Sonst kannst du auch sowas sagen. Einfach mal zeigen. Genau. Ja. Ach, guck mal, hier ist ein Lautsprecher. Ja. So, na. Ja. Sprich. Nee, also spannenderweise ist es halt wirklich auch so, dass die Einschränkungen nah hineinsprechen. Ja. Ah. Spannenderweise ist es auch so, dass die Einschränkungen irgendwie kaum das Chaos berühren, sondern dass es halt wirklich es fühlt sich an wie normales Chaos und die Einschränkungen sind fast null. Also für das, was man sonst tut. Ja, ist halt nur draußen und windig, wir haben uns dran gewöhnt. Und Abstand und kein Körperkontakt und Masken und ja, aber es geht. Jetzt direktes Kuscheln und Flausch fällt halt jetzt. Das ist ein bisschen schade, ne? Genau. So, wer wollte jetzt was sagen? Wo ist der Alex? Da ist er. Ah, da bist du wieder. Hallo, du warst eben kurz verschwunden, aber der Alex hat so lange was gesagt zu Chaos, Kontakt und Flausch. Okay, ich habe mir einen Reload gemacht hier, damit ich wieder... Dankeschön. Jo. So, dann drehen wir mal wieder um. Genau, Chaos ist machbar. Wir machen so viel Chaos wie irgend möglich. Und in Dresden machen wir die nächste Iteration und machen Chaos möglich. Hybrid. Schaut durch die Augen eures eigenen Roboters. Materialkosten 20 Euro. Datenspuren.de. Werbung, wo geht? Ach ja, und wenn ihr mehr über unsere WTF-EG wissen wollt, VEBIT ist unser Gründerverein, also febit.xyz. Da braucht man eigentlich nicht sagen. VEBIT.xyz. So, Werbung genug. Genau. Ja, also von daher. Ne? So, was machen wir jetzt, André? Wie viele Minuten haben wir noch? Was sagt die Regie? Die Regie, wir haben noch 20 Minuten, so auf locker oder eine Viertelstunde. Ja. Oh, wunderbar. Wunderbar. Ich dachte schon, wir müssten uns ein bisschen beeilen. Das wäre super. Nein, wir müssen. Wir können uns immer beeilen, und ich wüsste nicht, wozu. Ach so, nö, das ist ja auch ganz gut. Also wir hören hier im Hintergrund so, hinter dieser Fahne sitzt das Publikum so. Übrigens Publikum, wenn noch jemand im Divok auftreten will, dann wäre jetzt die Chance. Wir haben hier ein Außenmikrofon. Wie gesagt, so ein paar Menschen sind ja durchaus doch hier. Aber den Alex habt ihr eben schon gesehen. Ich habe leider keine Informationen darüber, wie viele uns da draußen zuhören im Stream. Das wäre interessant zu wissen, ja. Gestern waren es bis zu 200, das habe ich irgendwie mitgekriegt. Schön, ja.
Könnten es jetzt auch sein, aber das ist nur eine Vermutung von mir. Bitte nicht mich. Ja, ist doch wunderbar. Wie gesagt, wir produzieren von hier auch Medieninhalte und Podcasts. Also man kann auch auf vebit.xyz/podcast denselben abonnieren und folgen und ein bisschen hören, was wir hier machen. Wir haben auch eine Camp-Folge schon gemacht und wir werden bestimmt noch eine machen. Man kann auch unseren Bildern folgen, soweit wir sie streamen. Wir wollen auch nochmal mit StudioLink experimentieren. Big Blue Button benutzen wir auch. Folgt uns auf Mastodon am besten. HackerGeno auf Chaos Social, dann werdet ihr informiert. Genau, auf Mastodon teilen wir natürlich auch ein paar der Eindrücke, die hier entstehen. Genau, okay, da teilen wir auch ein paar Bilder. Ihr seid von der sogenannten Pisswand des Internets, dem Twitter, seid ihr auch schon weggegangen. Ja. Ja, da waren wir nie. Also die Hacker-EG, wie ja der Arbeitstitel im Chaos ist, /Febit/WTF, war von Anfang an auf Mastodon. Wir waren einer der ersten Nutzer von Chaos Social und auf Chaos Social heißen wir HackerGeno, weil von WTF war damals noch keine Rede. Ja, da sind wir auch umgegangen, die Wiener. Ja, genau. Und ansonsten gibt es auf media.ccc.de diverse Hacker-EG als Suchwort Inhalte, auch mit mir und L3D und noch diversen anderen. L3D, was hast du nur für ein T-Shirt an? Ja, hier passend zur Veranstaltung, ich habe so ein Divok Push-to-Talk-T-Shirt an. Nee, ich bin ganz begeistert davon. Ja. Ja, das bekommen alle Speaker, habe ich verstanden. Und L3D war der einzige, wo die Post schnell genug war. Ich warte noch auf meins. Ja, ich habe das extra hier direkt zum Camp schicken lassen, weil ich mir nicht sicher war, kommt das zu Hause rechtzeitig an. Und hier Push to Talk, Logo wunderbar umgesetzt, gefällt mir sehr gut. Ja bestellt habe ich Farbe eins. In Marineblau. Ja, bestellt habe ich auch eins, aber gekriegt habe ich keines, ja. Ja, wir können dir eins unserer hervorragenden WTF-Shirts schicken. Das geht auch. Ja, ich komme darauf zurück. Du weißt, eins nach dem anderen. Erst lachen, dann schlucken, dann weiterreden. Ja, genau. Ja, vor allem unter Corona-Bedingungen will das Husten gelernt sein. Oh ja. Oh ja. Gut, dann erzählen wir noch schnell einen Schnack zum Abschied. Wie lang macht er noch weiter? Bis Sonntag oder wann ist Closing? Bis Dienstag. Also wir haben am Donnerstag war unser offizieller Tag 1, Mittwoch war Aufbautag 0 und am Dienstag wird Abbau und Abreise sein. Genau, oh, Dienstag und dann Mittwoch früh ist dann alles aufgeräumt und alle brechen auf. Ja, leider, wird ein wehmütiger Moment. Ja, nein, aber da kommt ja schon das Nächste. In zwei Wochen sind Datenspuren, ja. Ich hoffe, dass ihr bei uns Ende Oktober ist bei uns in Wien, wobei das ja wurscht ist, weil in der Zwischenzeit ist das ja alles virtuell und Stream, die sogenannte Privacy Week. Und ja, sehr gut. Wann ist die genau? Weißt du das auswendig? Das weiß ich auswendig. In der letzten Woche des Oktober, vom 26. zum 31. Sehr gut. Ja. Ah, die formschöne WTF-Maske hier. Das ist unser Camp-Merch. Da können wir dir auch mal eine schicken. Ja, ich habe ja, glaube ich, irgendwo deine Postadresse. Sonst musst du sie mir nochmal über Signal schicken. Dann schicke ich dir eine von unseren Merch-Masken hier. Die kann man dann auch tatsächlich praktisch benutzen. Sie ist sehr, sehr gute Passform so. Sehr gut tragbar. Ja. Gut. Ich habe mir ja ganz frech, ich lass mich mal fertig machen, das mit der Privacy Week. Das ist nämlich nicht ganz uninteressant. Weil wir haben uns ganz gedacht, wir können jede Menge Leute einladen, jetzt da, wo sie, weil früher haben wir immer Leute aus den USA versucht einzuladen und gesagt, ja, und dann haben Gott bewahre, wenn einer ja sagt, dann müssen wir das Ticket zahlen, das können wir nicht leisten. Dass ein Ticket von Los Angeles nach Wien kostet mehr, als die ganze Veranstaltung gekostet hat. Aber wir haben Bruce Schneier, der kommt zu uns. Wir haben 31. Oktober, macht Bruce Schneier ein Halloween Special und beantwortet eine Dreiviertelstunde lang alle Fragen, die ihr ihm stellen wollt. Also, wir sind ganz stolz darauf, dass uns das gelungen ist. Und wenigstens irgendein Vorteil vom virtuellen und von den Corona-schönen Sachen, die da passieren, muss man ja auch haben. Und das ist eben der, dass wir jetzt Leute kriegen. Mal schauen, wenn wir noch alles kriegen. Wir arbeiten. Ja. Also, wir hoffen, dass ihr auch zumindest einmal reinschaut oder das andere Mal. Machen wir. So, nun zurück zum anderen Thema. Ja, es gibt
geile Masken. Ich habe mir eine aus Israel gecheckt. Die ist aus Stoff und man kann sie waschen und sie filtert 99, irgendwas Prozent. Ah ja, von denen habe ich auch gehört. Ja, die kostet allerdings $30 das Stück. Da habe ich mir vorsichtigerweise nur eine geholt im Moment mal. Weil, trauriger alles, ich muss nächste Woche nach Wien meinen Onkel begraben. Aye. Und da muss ich wohl hin, weil ich bin das letzte lebende Familienmitglied, das noch zu Fuß herumgehen kann. Nein, ich bin das Älteste im Moment. Weil ich habe noch einen älteren Cousin, der hängt in Fuerteventura und kommt nicht weg. Oje. Wieso, dem geht's dort gut. Der hat dort ein Häuschen und sagt, was macht er hier im kalten Österreich, was ist mit dem kalten Deutschland? Und, aber er kann halt nicht zum Begräbnis kommen, so ist das. Aber wie gesagt, man sollte jetzt beginnen, Masken zu sammeln. Das wäre doch mal ein interessanter Sammelobjekt. Das werden bestimmt irgendwann Sammlerobjekte. Ich glaube sowieso, dass die Kulturhistoriker irgendwann aus dieser Corona-Episode aus aller Welt die Masken sammeln werden und die Ethnologen und so. Die absurdesten Masken, ja, die mit dem Siegel des Präsidenten der USA zum Beispiel, die will ich unbedingt haben, allerdings glaube ich, die werde ich nicht kriegen. Okay. Aber es gibt, das ist die neue Form des Brandings, ja. Corporate Identity, nur mit der eigenen Corona-Maske. Ja, genau. Nicht umsonst haben wir ja hier jetzt unser Einhorn-Logo draufgestickt. Genau. Ja, wobei ich auch sagen muss, also wenn wir nicht in unserer Genossenschaft Menschen hätten, die sowieso sich damit beschäftigen und talentiert sind zu zeichnen und zu designen, dann hätten wir, glaube ich, gar nicht so viel Merch und Postkarten und Sticker und was nicht alles. Aber ja, also in unserer Genossenschaft gibt es nicht nur Hacker oder es gibt, sagen wir mal, auch Hacker so in Leute, die Kunst hacken und die helfen uns und deswegen sieht es auch hier so künstlerisch aus und das freut einen dann ja auch. Ja, warm ums Herz sozusagen. Und dieses Design hier, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, designt in Bayern und hergestellt in der Tschechischen Republik oder sowas, ne? Ja, auf jeden Fall. Die kommen aus Nürnberg irgendwo und sehr schön. Sind ganz gut. Ja. Trägt sich gut. Mittlerweile weiß man ja, was gut ist und was nicht so. Wann tritt denn die Merkel endlich mal auf in einem Corporate Design der Bundesrepublik Deutschland? Ich weiß nicht, ob die eine Antenne dafür hat, keine Ahnung. Mir ist aber aufgefallen, sie trägt tatsächlich FFP3-Filtermasken der höchsten Filterstufe. Also wahrscheinlich sieht die Frau das wie immer naturwissenschaftlich. Das ist ja nicht so unbedingt das Schlechteste. Die Merkel im Nachhinein, ich traue mich das ja gar nicht laut sagen und hoffentlich ist es so spät am Abend, dass sich das niemand merken wird. Das hätte schlimmer kommen können. Ja, die ist eigentlich, da habt ihr ja noch Glück gehabt mit Mutti. Nun kommen andere Zeiten. Also nach 16 Jahren ist ja auch mal wieder genug. Nun wollen wir mal sehen, wen uns der Volkswille als Nächsten so beschert. Ne? Ja, das wird sehr spannend werden. Ja, nicht nur für euch. Mal schauen, stehen alle rum und fürchten sich ein bisschen. Vielleicht kriegen wir ja auch einen Kinderkanzler. Mal sehen. Nein, bitte nicht. Bitte. Besser als wenn sie uns wieder einen Gefreiten schickt. Also so gesehen. Nein. Okay, der Kinderkanzler ist nicht ganz so schlimm wie der Gefreite. Ja, genau. Aber trotzdem, es ist... Wer weiß, keine Ahnung. Wir werden es feststellen. Wie heißt das? Der Volkeswille in seinem unergründlichen Ratschluss wird uns in seiner Weisheit eine Führung bescheren. Doch das Volk weiß was davon, ne? Das wird sich herausstellen. Bin ja mal gespannt, wenn sich so alle sozialen Zusammenhänge weiter auflösen und es heißt, Wahlen seien auch nur noch Fake News, dann müssen die Chaoten vielleicht auch da zur Tat schreiten, wer weiß. Also wenn ich mir die letzte wirklich große Demo in Berlin vom letzten Wochenende anschaue, dann beginne ich ja wirklich an meinen Mitmenschen zu zweifeln. Jetzt ernsthaft, ja? Ja. Ja, was heißt zweifeln? Ja, ich habe es mir halt nicht groß angeschaut, weil also Berlin ist groß, man muss davon ja nichts mitbekommen, wenn man nicht möchte. Und ich darf ja nun ärztlicherseits auch keinen öffentlichen Nahverkehr benutzen, auch nicht in Berlin, bin also brav Fahrradfahrer geworden, wie so viele Berliner. Ja, wir haben jetzt bessere Fahrradwege tatsächlich. Sagen wir mal so, angesichts des allgemeinen Wahnsinns da draußen kann ich zwar nicht verstehen und habe kein Verständnis, aber zumindest nachvollziehen, dass manches Gemüt vielleicht von der Wirklichkeit überfordert ist und sich in eine Traumwelt flüchtet. So. Das kann schon sein.
Irgendwer bei der Zeit hat geschrieben, gar nicht so blöd, wir demonstrieren für das Recht, uns vor der Gegenwart zu fürchten und sie nicht zu verstehen. Ja, möglicherweise. Ich finde auch, du kennst bestimmt auch Cory Doctorow, dessen Romane sind ja im Chaos auch recht beliebt. Der war ja auch schon mal auf dem Kongress. Ja. Und der meinte so, wenn man sich die Realität ansieht, so Figuren wie Trump und ähnliche, oder auch in Deutschland sowas wie den Cum-Ex-Skandal oder Wirecard oder so, da muss man sich nicht wundern, wenn Leute auch andere Verschwörungstheorien für möglich halten und sich ja danach richten. Also, das ist richtig, das ist richtig. Könnte schon was dran sein. Auf meinem Schlüsselanhänger, den mir jemand geschenkt hat, steht, mein Einhorn sagt, die Realität lügt. Ja, siehst du, genau. Wir haben hier heute ein bisschen Seminar betrieben. Man sieht hier vielleicht noch diesen Seminarblock. Da hat jemand geschrieben, wahnsinnig sein heißt nicht unbedingt, dass man falsch liegt. Das ist auch so ein Problem. Das ist richtig, ja. Ah, da blinkt im Hintergrund eine Blinkleuchte. Ja, viele. Wir haben ganz viele Blinkleuchten, Millionen davon. Ha. Ja, aber endlich sehe ich eine. Ja? Okay. Ich bin ja aufgehungert nach Blinken. Also zum Abschied noch eine ganz süße, kleine, typische Nerd-Geschichte. Einer von unseren Kumpels, ein Wiener, ein von Wien, ich komme ja in Wirklichkeit aus Wien und bin beim Wiener CCC dabei. Da waren wir schon in Leipzig. Der ist mit seiner Freundin nach Leipzig gefahren und hat dort ein Hotelzimmer bezogen. Und er ist im Auto gekommen und hat seine kleine Werkstatt dabei gehabt, sozusagen im Auto. Und die sagen zum Hotelportier, sie hätten gerne einen zweiten Schlüssel fürs Zimmer. Und der sagt, ja, aber da gibt es ein Problem, der Anhänger, diese großen Anhänger, die an den Schlüsseln immer dranhängen, damit man die Schlüssel nicht versehentlich einsteckt und wegfährt damit, der ist kaputt gegangen, ist ihm auseinandergebrochen. Daraufhin sagt er, mein Kumpel, ich kann ihn das reparieren. Ich habe das, können Sie? Ja, ich habe die Werkstatt dabei, kann ich ihn reparieren. Und gebe ich Ihnen zu sagen, war elegant gebrochen, genau in zwei Teile konnte man zusammenleimen. Und dann fragt er noch, bevor er damit hingeht und es gibt, anschließend soll es auch noch blinken, extra. Und der, nein, es wird recht schon, wenn es funktioniert. Und, so. Und ich bin überzeugt, der Lukas hätte ihm gerade auch noch eine LED hineingebaut und eine Batterie hineingeklebt. Ja? Damit der, das ist genau die wahre Nerd-Einstellung. Und ja, ich bin hier schon ganz ausgehungert gewesen nach Blinkleuchte. Ah ja, ich habe noch für mich, warte, ich muss mal die Kamera anmachen, vielleicht geht das noch einmal. Okay. Vielleicht hat sie mir noch einmal lieb, die Kamera. Wer blinkt so, hat doch da, ja. Mal sehen. Irgendwie. Suchen noch mal ein bisschen. So. Und hier siehst du jede Menge blinkende Dinge, falls die Regie die Handkamera hier irgendwie. Ja. So. So kann man sehen, wie hier fleißig. Es ist, wir haben natürlich für das Fernsehen hier sehr viele weiße Beleuchtung, die ich hier mal nicht zeigen kann. Deswegen kommen die ganzen bunten Farben nicht ganz so zur Geltung. Aber hier kann man so ein bisschen sehen, wir machen uns das schon schön bunt hier, wie man das beim Chaos so gewohnt ist. Es sind jetzt nur die Fernsehlampen, die dafür sorgen, dass sehr viel weißes Licht darüber hinweg geht. Man sieht hier auch durch die Fahne durch, wie draußen auf dem Camp alles blinkt und leuchtet. Ich mache das Handkamera mal wieder aus. Das Einzige, was bei mir blinkt hier, ist mein Badeentchen. Ich zeige es mal in die Kamera. Das Na, immerhin. Meine Badeente. Aber ich muss sie ins Wasser tun, damit sie blinkt. Und das lasse ich jetzt bleiben, sonst ist mein Rechner unter Wasser gesetzt. Ja. So. Ja, wir nähern uns langsam dem gnadenlosen Ende, wie das so ist. Ja, leider. Aber die Woche geht ja morgen noch weiter, ne? Ab wann geht das Programm weiter? Ab 14 Uhr, ganz normal. Ah ja, gut. Also am Hackervormittag, sehr schön. Am Hackervormittag, ja. Ich habe mich heute echt geplagt. Um 12 hatten wir das erste Mumble, weil wir mir nicht ganz sicher waren, ob alles so läuft, wie es läuft. Ich bin echt mit dem mobilen Telefon beim Kaffee gesessen, beim Frühstück und habe schon gemumbelt. Gut, werden wir morgen wieder machen. Ja.
Au, oh, jetzt ist er wieder eingefroren. Also wenn man weiterverfolgen will, was hier auf unserem Camp passiert. Ich höre mich nicht. Okay. Doch, wir hören dich wieder. Wir hören dich wieder. Wir werden weitere Reports haben auf febit.xyz/podcast. Da kann man weiter verfolgen. Hört schön damals TM, da gibt es die Mikrofonfolge, auch hier aus dem Vogtland, aus dem Mikrofonmuseum. Was kann man noch so alles hören? Wenn man noch nichts von uns weiß, media.ccc.de, Suchwort HackerEG. Ja, also das Programm hört ja nicht auf und ich hoffe sehr, dass wir diesen langen Winter, der da kommen wird, uns zumindest elektronisch weiter nah sein werden und näher kommen werden auf verschiedene Arten. Und in 2 Wochen sind Datenspuren und dann sehen wir mal weiter. Und ich sehe es jetzt auch richtig schön blinken, muss ich sagen. Bin ganz hingerissen. Ah ja. Gut. Ja. Sehr gut, sehr gut. So. Also, wir geben dem DJ Spock, wir kündigen jetzt mal an, ab. Okay. Also, mir wurde gerade gesagt, da draußen blinkt die Cyberwehr, von daher schauen wir mal, ob wir das ins Bild kriegen. Ja, das ja, ich sehe sie, ja, ich sehe sie. Okay. Oh. Kann man sie sehen? Ja, gerade ja. So. Ja. Finde ich ja super toll. Ja. Genau, sonst nehmen wir die Hand, sonst nimm doch die Handkamera hier, das geht auch. Und einfach nur so, und einfach das Bild so nach draußen tragen. Gib mal her. So viele Dinge. Ja, ja, so viele Dinge. So viel zu tun, so wenig Zeit. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier nicht... Und so viele Dinge, über die man drüber fallen kann. Ja, genau. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier keinen Seegang erzeuge. So. Wozu gibt es Stabilisationsprogramme? Genau. Ach nee. Naja. Man hat es jetzt so, jetzt sehen wir uns zweimal. Ah, ich sehe mich selber im Schirm. Cool. Bald kannst du dich sehen, wie du dir selbst hinterherläufst. So. Müssen wir das hier nur. Ah, sehr gut. So, mach du das mal 3D. So, jetzt haben wir also auch mal die Cyberwehr gesehen. Sehr gut. Hier sieht man unser Studio. So, Kinas, so. Da ist ein bisschen die Panik ausgebrochen, zumindest optisch. Ach, okay. Ja. So. So, alles wieder unter Kontrolle, alles gut. Alles wieder unter Kontrolle, gut. Der guten Ordnung halber sage ich jetzt nochmal. Alles wieder gut. Sage ich jetzt einmal für die Leute, die sich den Stream gerade anschauen und sagen, was das Ganze hier soll. In einer Viertelstunde gibt es hier Musik von DJ Spock, der das organisiert hat. Da steht im Fahrplan genau drinnen, wer da auftritt. Wir werden jetzt das Ganze hier zu einem Ende bringen, zu einem unrühmlichen und werden es in 3 Minuten schließen. Wir werden gemeinsam weinen und uns in den Armen liegen, mit Distanz, ja. Bitteschön. Ja, mit Distanz, damit wir und so. Dann genau. Ich wünsche euch was. Genau. Dir auch. Wir dir auch. Alles Gute, bleibt gesund und so. Den Zuschauern und Zuhörern natürlich auch. Genau, liebe Zuhörer, ne, bleibt alle gesund, haltet Abstand, meidet den Virus. Wie das auf Österreich so schön heißt, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.